Mahlzeit, Freunde, willkommen zum nächsten Mobile Royale Video hier auf dem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein längeres Video. Beim letzten Video haben wir ja das neue Kriegsgott-Set besprochen. Das wollte ich wirklich gesondert besprechen und deswegen habe ich da ein etwas kürzeres Video gemacht. Aber heute habe ich mir wieder einige Themen aufgeschrieben. Wir werden natürlich wieder vom Versammlungsfest die Kisten einsammeln. Ich gebe mir da diesmal auch ein bisschen mehr Mühe. Beim letzten Mal habe ich ja ein, zwei falsche Sachen eingesammelt, die jetzt nicht so sinnvoll waren, wie zum Beispiel irgendwie 30 Kriegsbücher, aber im Gegenzug nicht die 600 Gems genommen, mit denen man irgendwie mehr Kriegsbücher holen kann, als die, die ich da genommen hatte in der Stufe. Das werde ich heute versuchen, ein bisschen klüger zu gestalten, aber danke auf jeden Fall für die, die mich darauf hingewiesen hatten. Ich habe in dem Moment einfach nicht dran gedacht und habe mir gedacht, ja okay, nimmst du einfach erstmal Gems. War nicht klug. So, aber das ist natürlich nicht das Einzige. Wir werden, wie gesagt, Versammlungsfest die Kisten einsammeln. Wir werden das neue Event besprechen, was es momentan gibt. Damit hat, finde ich, IGG, also die Entwickler von Mobile Royale, quasi das Kriegsgott-Set wieder gut gemacht. Weil das ist wirklich ein absolut geiles Event für jeden Spieler. Egal ob Pay-to-Win oder Free-to-Play. Die Aufgaben, die man hier ja, machen muss, die werden wir gleich auch im Detail besprechen. Die kann wirklich jeder schaffen, egal ob du cashed oder Free-to-Play bist. Und die Belohnungen, die man dann später so ab Stufe 9 bekommt, sind einfach erstklassig. Also mit dem Event, da kriegt man auch Pay-Items, also mit dem Event hat IGG wieder einiges gut gemacht. Jetzt bin ich wieder positiv gestimmt. Dann werden wir auch ein wichtiges Thema besprechen, was ich euch nahelegen will, weil jetzt so langsam jetzt kommen so langsam viele Spieler in die Region, dass sie in Anführungsstrichen kurz vor T4 sind, also kurz vor Veteranen der stärksten Truppe hier in Lords Mobile. Und da will ich einfach mal ein Video drüber machen oder heute halt das Thema besprechen, was man vor T4 auf jeden Fall alles schon fertig haben sollte, damit man die T4 auch wirklich effizient forschen kann und dort nicht seine ganzen oder dort nicht unnötig Beschleuniger verschwendet. Ja, das werden wir besprechen gleich, nachdem wir ja über das Event und über das Versammlungsfest geredet haben. Und dann zu guter Letzt werden wir uns ja ein richtig fettes Kistenopening bei mir hier gönnen, denn ich habe unzählige Kisten hier angespart, allein von den Diplomaten 211, 349. Also wirklich in letzter Zeit nie Kisten geöffnet und da kommen ja jetzt nochmal die Kisten dazu, die wir jetzt beim Versammlungsfest einsammeln. Also wird ein längeres Video, hol dir ein kühles Getränk, hol dir was zu essen oder so, wird bestimmt 40 Minuten gehen. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen jetzt hier mal mit dem Versammlungsfest. Ich zeige euch mal kurz, wie viele Punkte wir hier als Gilde geholt haben. 118.400. Die besten bei uns aus der Gilde mit 8 Quests, mehr kann man ja momentan nicht machen, sind Don King Kong mit 1473, der Gnu mit 1394, der Gilbo mit 1386, dann 4 Tirana, 5 Astadon und so geht das hier auch weiter. Alle über 1100, 1200 Punkte. Schon krasse Punktzahlen. Ich selber habe jetzt hier, ich kann auch mal zu mir kurz runterscrollen, ich selber habe jetzt diesmal nur 896 Punkte geholt, habe auch nur 7 Quests gemacht, richtiger Geier, aber ich hatte auch für die 8. Quest dann zum Schluss gar keine Zeit mehr. Aber ja, ich habe mein Bestes gegeben. Für 7 Quests sind 896 Punkte ist gar nicht mal so schlecht. Aber da ist natürlich auch bei mir noch Luft nach oben. Wenn ihr Lust habt, Teil unserer Gilde zu werden, das werde ich auch immer gefragt. Ich habe nichts mit der Rekrutierung, auch nichts mit der Führung zu tun. Ich bin einfach nur ein normales Mitglied und mache hier ein paar Videos und erfreue mich an unseren gemeinsamen Kriegsabende. Und ja, dadurch, dass die Gilde so aktiv ist, macht sie einfach mega Spaß. Also wenn du Bock hast auf eine deutsche Gilde hier im Mobile Royale, die sehr aktiv ist und auch sehr, sehr stark ist, mit sehr, sehr starken Spielern, kann ich dir hier unsere Gilde empfehlen. Du musst einfach da mal auf unsere öffentliche Info gucken. Dann hast du auch alle Informationen, was für Anforderungen wir haben und ja, bei wem du dich bewerben kannst. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn einige von euch noch zu uns finden. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Ihr habt ja an den Gilden oder an den Versammlungsfest-Punktzahlen gesehen, dass wir sehr, 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 sehr aktiv sind. Wir kämpfen auch um Feste und so weiter und so fort. Wenn du Lust hast, bewirb dich. So, jetzt sammeln wir hier die Kisten ein. Ich werde nicht so detailliert auf die einzelnen Stufen eingehen, weil ich ja über die anderen Themen, die gleich wichtiger sind, ein bisschen detaillierter sprechen will. Aber ich versuche mich hier natürlich jetzt zu verbessern und nicht irgendeinen Shit einzusammeln, der nicht sinnvoll ist. Also die beiden Kisten nehme ich natürlich, weil ich nicht so viele Monsterkisten selber cache, sondern mir eher dann so das Monatspaket und sowas hole. Und deswegen kann ich jede einzelne Monsterkiste sehr gut gebrauchen. Hier aus der Reihe kann ich bis auf die 30-Minuten-Beschleuniger jetzt eigentlich nichts wirklich gebrauchen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die beiden Sachen genommen. Hier nehmen wir auch Forschungsbeschleuniger, Handelsbeschleuniger. Ich habe meine Diplomatie jetzt alles auf 25.
Natürlich muss man immer noch sehr, sehr viel handeln, aber das kann man peu à peu machen und mein Handelsset ist jetzt auch mittlerweile nicht mehr so schlecht. Das heißt, ich kriege da auch immer schon eine große Anzahl an Gegenständen, wenn ich da mal so einen Handel abschließe. Von daher werde ich mir jetzt hier lieber die Training, also die Heilungsbeschleuniger holen, denn ja, mittlerweile gehe ich das ein oder andere Mal angreifen, da muss ich auch immer viel heilen und ja, da bringt mir das mehr. So, hier nehmen wir natürlich das Angriffsjuwel, das ist keine Frage. Und wir nehmen hier die Materialkisten. Warum? Mir geht es jetzt gar nicht darum, ja, ist das jetzt so effektiv, also kann man das auch billiger bekommen, sondern mir geht es jetzt einfach nur darum, ich brauche jetzt doch sehr, sehr viele Materialien, gerade weil ich auch meine beiden Forschungsringe, also die fürs Zubehör, will ich unbedingt auf Gold kriegen, bevor ich zu den großen Forschungen komme, weil das macht schon einiges aus, diese Prozent, die man da nochmal dann zusätzlich kriegt. Und da brauche ich einfach Materialien, Materialien, Materialien. Und deswegen hier die Truhen. Und nicht, ein Angriffsboost ist auch sehr, sehr sinnvoll. Davon gibt es im Mobile Royale jetzt nicht so viele, wenn man Free-to-Play ist. Aber, wie gesagt, momentan zählt für mich mein Forschungstempo-Set. Ja, hier ist es wieder ein bisschen schwieriger. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie viel so ein 60-Minuten-Beschleuniger an Gems kostet. Ob jetzt die 600 Gems oder die 60-Minuten-Beschleuniger besser sind. Ich denke mal, das tut sich nicht viel. Ich nehme jetzt hier mal die 60-Minuten-Beschleuniger. Wenn ich jetzt wieder rausgehen würde und im Rucksack nachgucken würde, wie teuer das ist, der speichert hier nicht die Sachen, die ich ausgewählt habe. Da muss ich alles von neu auswählen, deswegen mache ich das jetzt nicht. Sollte der 60-Minuten-Beschleuniger weniger als 100 Gems wert sein, ja, dann wäre natürlich die 600 Gems mehr, besser hier zu nehmen. Aber dann seht es mir nach, ich habe es jetzt vor dem Video nicht nachgeguckt. Ist für mich, wie gesagt, es wird nicht so ein großer Unterschied sein. So, hier natürlich fürs Monster-Unset, dann hier auch Teleporter und Materialtruhen, Materialien, Materialien, Materialien. Ich brauche einfach Materialien. So, hier ist wieder so eine Sache. Ich würde auf jeden Fall nicht den 8 Stunden Forschungsbeschleuniger nehmen, weil du kannst ja mit normalen Beschleunigern, ich weiß auch nicht, ob das ein Test sein soll oder so, du kannst ja mit normalen Beschleunigern auch Forschung beschleunigen. Kannst jetzt also die Wahl einfach, ob du 9 Stunden haben sollst oder 8 Stunden. Und wer nimmt da 8 Stunden? Wahrscheinlich ich, ne, wenn ich mal wieder nicht nachdenke. Aber in dem Fall habe ich jetzt schon mal kurz nachgedacht. Hier natürlich dasselbe, nur nochmal extremer. Hier sind es 12 Stunden und 8 Stunden. Was sind das jetzt hier? Schnellreise Level 3, warum nehme ich die jetzt? Habe ich schon des Öfteren gesagt. Die sind sehr, sehr wichtig, gerade wenn ihr noch so ein Spieler seid wie ich, den man mit mehreren Spielern solo machen kann. Solo machen kann bedeutet, dass wenn jetzt zwei starke Spieler zum Beispiel neben dich porten, dass die all deine Truppen mit 2, 3 Solo-Angriffen weghauen können. Wenn du jetzt dann zum Beispiel in einer Rallye bist, die etwas weiter weg ist und hast deine Truppen weggeschickt und die kommen gerade zurück und die sehen das und die porten neben dich, kannst du ja nicht wegporten, weil deine Truppen laufen gerade noch zurück. Mit diesen Level 3 Schnellreisestiefeln kannst du deine Truppen so schnell zurückholen, dass du dann nur 1, 2 Angriffe abkriegst und dann vielleicht noch nicht genullt bist. Wenn du diese nicht besitzt und du musst das mit 25% Beschleunigern machen, kann ich dir jetzt schon sagen, brauchst du es gar nicht versuchen, weil da musst du dann 20, 30 reinballern. Von denen hier brauchst du nur 3, 4 und dann sind zack deine Truppen da. Deswegen nehme ich die hier, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so effizient ist, aber die habe ich schon sehr gerne als Backup im Rucksack, würde ich mal sagen. Ja, was nehme ich hier? Ich bin halt so ein Fan davon. Ja, ich meine, die Helden kriegt man eh irgendwann auf Gold. Gerade wenn man, wie ich, immer das Monatspaket kauft, wo man dann nochmal Energiesteine drin hat. Oder diese komischen Ausdauersteine, um dann diese Kampagnenstufe zu machen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie der genaue Begriff ist. Und deswegen werde ich hier niemals, auch wenn ich ihn jetzt noch nicht auf Gold habe, werde ich hier niemals Seelensteine einsammeln. Weil irgendwann wirst du eh alle Free-to-Play-Helden auf Gold haben. Ob es jetzt 10 Monate dauert oder 14 Monate, irgendwann schaffst du das. Deswegen ist das jetzt hier unnötig. Monster-Energie kann man immer gebrauchen. Ja, Zeremoniesteine sind Optionen. Würde ich jetzt nicht nehmen. Ich nehme jetzt hier auch mal die Heilungsbeschleuniger. So, natürlich nehme ich hier den Forschungsschub, auch wenn ich schon 3 davon habe. Aber jetzt so langsam komme ich in die Region, wo meine Forschungen sehr lange dauern. Und da kann ich jede einzelne Forschungsbeschleunigung gebrauchen. Ja, ansonsten, jetzt würden vielleicht viele wieder sagen, ja, aber diese 1800 Gems sind jetzt nicht so gut wie vielleicht, ich weiß es aus dem Kopf jetzt nicht, wie diese 7x3 Stunden Heilungsbeschleuniger. Aber Heilungsbeschleuniger habe ich eigentlich genug, ja. Wenn du von irgendetwas genug hast, dann würdest du ja auch niemals mit Gems kaufen. Deswegen kannst du es nicht damit begründen, dass die 1800 Gems jetzt weniger sind als vielleicht diese Heilungsbeschleuniger. Weil ich würde ja niemals Gems für Heilungsbeschleuniger ausgeben. Versteht ihr den Punkt? Deswegen nehme ich hier jetzt lieber die Gems.
Ja, hier ist wieder so eine Kack-Stufe. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Jetzt habe ich schon 5 von denen. Das ist krass. Jetzt sehen wir auch, ja, Energiestein heißt das. Energiestein heißt das. Aber das ist krass. 3 Stück davon nehme ich. Denn die sind auf jeden Fall teuer. Die sind teuer. Ich weiß nicht, kosten die 3000 oder 4000 Gems. Die sind auf jeden Fall teuer. Und ja, ich habe erst 3 Helden auf Gold. Der vierte geht gerade auf Gold. Und deswegen kann ich die noch sehr gut gebrauchen. Hier nehme ich einfach mal die Runen, weil die bekommt man nicht so oft. Mache ich jetzt einfach mal so. Jetzt kommen wir hier zum nächsten Ding. Trainingsschub habe ich noch 2 Stück. Da brauche ich noch einen dritten jetzt. So oft pushe ich keine Truppen. Schnellreise. Ist schon sinnvoll. Wir machen es mal so. Wie gesagt, Heilungsbeschleuniger auch immer sinnvoll. Aber dadurch, dass ich YouTube mache und wie gesagt dann privat mit meiner Firma zu tun habe und so weiter, ist es jetzt nicht so, dass ich jeden Abend angreifen gehe. Ja, ich achte schon auf meine Kills, bin jetzt auch mittlerweile über 5 Millionen Kills, ist jetzt noch nicht so viel, aber ich sag mal so, pro Woche kommt da auf jeden Fall mindestens 1 Million dazu. Aber ich habe jetzt nicht Zeit, jeden Abend anzugreifen, leider, weil es macht momentan echt sehr viel Spaß und deswegen brauche ich jetzt auch nicht so viele Heilungsbeschleuniger. Aber für den einen oder anderen könnten jetzt hier die Heilungsbeschleuniger natürlich mehr Sinn machen, wenn er wirklich sehr viel angreifen geht. Was machen wir jetzt hier Dummes? Von denen habe ich eigentlich schon mega viele, aber was soll ich hier sonst nehmen? Machen wir es einfach mal so. Das brauche ich auf jeden Fall. Und zusätzlich nehme ich hier... Ja komm, machen wir es so. Bitte macht mich da jetzt nicht fest. Alter, wie viele Energiesteine ich diesmal hier habe. Keine Ahnung. Ist schwierig, ist wirklich schwierig. So, lass. Oder nee, XP, ich brauche auf jeden Fall XP. Aber was mache ich? Das sind hier 48 Stunden. Boah, ich kann nicht rechnen, das sind 33 Stunden. Mein Gott, wie kann man nicht 11x3 rechnen? Ja, dann nehme ich hier auf jeden Fall die 48 Stunden. So, und ich brauche auf jeden Fall XP. Ich bin zwar immer jemand, der sagt, okay, irgendwann wirst du eh Level 60 sein. Sich jetzt XP zu nehmen, ist vielleicht gar nicht mal so sinnvoll, aber ich will einfach so schnell wie möglich Level 60 sein, damit ich auch mein Monster-Hunt-Set komplett benutzen kann, weil da gibt es ja viele Teile beim Monster-Hunt-Set, also bei diesem Dämonenjäger-Set, wo du Level 60 sein musst. Und deswegen, ja, widerspreche ich mir da quasi in diesem Punkt ein bisschen. So, das haben wir jetzt. Diesmal haben wir es, glaube ich, besser hingekriegt als letztes Mal. Ich hoffe, da muss sich jetzt niemand drüber aufregen, was ich eingesammelt habe. So, als nächsten Punkt machen wir jetzt das neue Event. Das ist, finde ich, mit dem T4-Thema, worauf wir danach eingehen, eigentlich das Interessanteste heute, was wir besprechen werden. Denn das ist wirklich ein richtig geiles Event. Kurz zusammengefasst, bevor wir auf die einzelnen Tage und auf die Sachen, die man erledigen muss, eingehen. Es gibt hier bestimmte Aufgaben. IGG Jubiläumsfeier, bei IGG, ich weiß gar nicht, wie alt wird IGG. Haben die das dazu geschrieben? Ich weiß es gerade gar nicht aus dem Kopf. Die haben halt ein bestimmtes Alter erreicht und das feiert IGG jetzt mit uns. Hier hat man halt bestimmte Aufgaben, die man erledigen muss. Von Tag zu Tag kommen neue Aufgaben dazu. Wenn ein neuer Tag angebrochen ist, kannst du aber auch noch die alten Aufgaben erledigen. Das heißt, du musst diese Aufgaben nicht speziell an diesem Tag erledigen, sondern es werden halt einfach jeden Tag neue Aufgaben freigeschaltet und das bis zum 6. Tag. Und selbst beim 6. Tag hast du dann, glaube ich, nochmal für den 6. Tag 2 Tage Zeit, um diese Aufgaben am 6. Tag dann, oder die Aufgaben vom 6. Tag zu erfüllen. Es ist also nicht am Tag 6 Schluss, sondern es geht noch ein bisschen weiter, das Event. So, wenn du Aufgaben abschließt, bekommst du hier Cupcakes. Mit diesen Cupcakes kannst du halt deinen Kuchenteller dekorieren, wie du es auch immer nennen willst. Und dann kannst du, je nachdem wie viele Cupcakes du hast, halt immer bestimmte Level abschließen. Für dieses Level 6 brauche ich jetzt hier, oder beziehungsweise um Level 6 abzuschließen und dann Level 7 zu bekommen, brauche ich jetzt hier 8 Cupcakes. 6 habe ich schon rein, oder 6 habe ich schon dekoriert. Und das heißt, mir fehlen jetzt noch 2, dann würde ich diese Belohnung hier erhalten. Das sind jetzt keine besonderen Belohnungen jetzt erstmal am Anfang. Ich meine, okay, 8 Millionen Nahrung kann man immer gut gebrauchen, ne, Ressourcen ist immer gut, aber jetzt kommt der interessante Teil, und zwar ab Stufe 10. Und Stufe 10 kann auch, wie gesagt, jeder Free-to-Play-Spieler noch erreichen. Wir werden uns gleich die einzelnen Tage angucken. Also,
Die ersten 3 Tage sind so einfach, könnte man innerhalb von 2 Stunden abschließen, alle Aufgaben. Das ist wirklich mega easy gemacht. Wir kriegen jetzt hier diese Luvosa-Gegenstände, die man braucht, um im letzten Forschungsbaum Forschung machen zu können. Werde ich gleich nochmal zeigen. Das sind jetzt hier an der Zahl 27 Stück. Jetzt gehen wir mal auf unseren Gelehrtenturm. Schauen uns die Forschung an im letzten Forschungsbaum, mystische Kultur. Da sieht man halt hier, hier braucht man diese Luvosa-Dinger. Mit diesen 27 Stück kann ich jetzt schon fast hier die erste Forschung machen, die für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, weil man braucht in diesem Spiel so viele Ausrüstungssets und die jedes Mal von Hand zu wechseln macht einfach keinen Spaß und deswegen will ich das hier auf jeden Fall irgendwann mal auf 3 schmieden, nicht schmieden, sage ich schon, auf 3 forschen und da kommen mir diese Luvosa-Sachen schon sehr entgegen. Zusätzlich bekommt man noch grüne Forschungstempo-Juwelen, die wir uns gleich auch nochmal detailliert angucken werden. Ich will nochmal kurz gucken, ob jetzt hier gerade dieses Luvosa-Paket da ist. Nein. Okay, ich wollte da mal kurz vergleichen, wie viele Luvosa-Dinger es in diesem Paket gibt. Wenn ihr euch wundert, warum jetzt hier keine Preise gerade bei mir stehen, ich glaube, das ist gerade ein Bug. Aber hier für die Leute, die ja nicht spielen wollen, sondern sich das einfach nur zusammencashen wollen, man kann sich diese Cupcakes auch kaufen. Würde ich aber nicht empfehlen, weil man kann das easy auch selber einfach durch Zocken erhalten. So, jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Dinge ein. Also nochmal kurz gesagt, hier kriegt man halt ein grünes Forschungstempo-Juwel jeweils. Das sind dann 3 grüne Forschungstempo-Juwelen. Schon sehr, sehr nützlich. Dann bei der nächsten Stufe gibt es 5000 Gems und 4 Teleporter. Allein die Stufe, überlegt euch mal, da kommen, das sind fast 10.000 Gems, ja, die ihr jetzt hier einfach bekommt. Dann bekommt ihr hier noch 4 Meteoriten, nochmal 6.000 Gems und die letzte Stufe, die ist natürlich richtig krank. Ihr bekommt ein Ressourcenproduktionsjuwel, ein Handelsprodukt-Herstellmenge-Juwel. Also das boostet dieses Juwel, diese Sachen und nochmal ein Juwel, und das boostet nochmal 2,5% Forschungstempo. Ich weiß gar nicht, in welches Set man das stecken würde, weil dieses Juwel ist so universell einsetzbar. Für Produktions-, also für Ressourcenproduktions-Set ist es einsetzbar, für dein Handels-Set ist es einsetzbar und für dein Forschungstempo-Set ist also mega verwirrend. Aber ein richtig krasses Juwel. Bei diesem Juwel, ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet, ich kann es hier auch noch gar nicht ausrechnen, weil man ja nun nicht sieht, welche Aufgaben hier so bei den letzten Tagen kommen. Ich kann euch jetzt also nicht sagen, ob man bis Stufe 15 Free-to-Play kommen kann, weil es gibt jetzt hier zum Beispiel bei Tag Nummer 3 die Aufgabe, oder war das bei Tag Nummer 2? Bei Tag Nummer 2, wo ist die denn jetzt? Irgendwo war die Aufgabe, kaufe hier, kaufe im Shop 2x ein. Da gibt es hier 4 Cupcakes. Ich weiß jetzt nicht, ob man diese 4 Cupcakes am Ende benötigt, um diese Stufe 15 zu erreichen. Oder ob man auch ohne diese 4 Cupcakes Stufe 15 erreichen kann. Ja, das kann man jetzt noch nicht wissen, weil wir sehen halt noch nicht, was für Cupcakes man bei Tag 6, Tag 5 und Tag 4 bekommt. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin mir 100% sicher, dass man Free-to-Play bis Stufe 14 kommen kann. Ja, wenn man aktiv spielt, diese Aufgaben, die man Free-to-Play erreichen kann, auch wirklich alle löst, kann man auf jeden Fall bis Stufe 14 kommen. Stufe 15 will ich mich jetzt hier nicht festlegen, weil es gerade, wie gesagt, noch nicht möglich ist, das zu beurteilen. Aber wir schauen uns jetzt mal kurz hier an, was man da so machen muss. Man kriegt natürlich auch bei den einzelnen Stufen nicht nur Cupcakes, sondern auch Ressourcen und so ein paar Beschleuniger. Aber das ist für mich jetzt mal so ein bisschen hinfällig. Bei Tag 1 muss man erforsche Technik 1, 2, 3 und bis zu 5 Mal. Ja, dann habt ihr insgesamt 4, 7, 9, 11 Cupcakes schon alleine. Ich meine, da steht ja jetzt nicht, wie lange diese Forschung, also Technik bedeutet Forschung im Gelehrtenturm machen, da steht ja jetzt nicht, wie lange die sein müssen. Also ihr könnt auch einfach 5 richtig kleine Forschungen machen, die ihr dann eben mal in einer Stunde beendet, alle 5, und schon habt ihr diese Aufgaben alle eingesammelt. Dann muss man hier Beschleuniger verwenden, also jeder hat auf jeden Fall 500 Minuten Beschleuniger. Rechnet euch das mal um, das sind nicht mal 10 Stunden und mega easy, 4 Cupcakes hier. Also Tag 1, wie gesagt, wenn man es hart auf hart machen will, kann man das in 5 Minuten abschließen, den kompletten Tag 1, ohne irgendeinen Cent zu investieren. Tag 2 ist schon nicht, ich würde nicht sagen, nicht ein bisschen kniffliger, aber da muss man schon ein bisschen mehr spielen. Man muss jetzt hier 8 Monster töten auf der Karte. Kann man einfach Level 1 Monster töten, es geht ja relativ schnell. 100.000 Ausdauer muss man verwenden. Man kriegt hier aber auch im Gegenzug wieder Ausdauer zurück. Man muss 25 Mal auf der Karte ein Monster jagen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel 6-fach Schaden auf ein Level 2 Monster macht,
dann müsst ihr das einfach viermal machen, dann habt ihr 24 schon zusammen, also habt ihr 24 mal ein Monster angegriffen und dann greift ihr noch einmal ein Level 1 an oder so, ja, dann habt ihr das hier auch schon abgeschlossen, auch mega easy. So, das Einzige, was vielleicht ein bisschen länger dauert, sind die 300.000 Energie, aber ihr habt ja Zeit, ja, ihr müsst das ja nicht direkt am Tag 2 abschließen, also auch das wird jeder Free-to-Play schaffen, also Tag 1 und Tag 2 Free-to-Play komplett fertig, ohne Probleme. So, erhöhe deine Macht um 50.000, auch jeder, auch für jeden machbar, auch 300.000, auch 500.000 für jeden machbar. Hier empfehle ich einfach mal ein paar T3-Truppen zu bauen. Zack, sind diese Quests abgeschlossen. Ich warte damit jetzt noch, meine T3-Truppen abzuschließen, weil am Tag Nummer 4 kommt hier trainiere Truppen, dann habe ich direkt zwei Fliegen mit einer Knappe, dann habe ich hier diese ganzen Aufgaben abgeschlossen und hier gleichzeitig auch die Machtaufgaben abgeschlossen. Also das auch mega easy. Auch hier haben wir dann wieder verwende Beschleuniger. Sollte jeder im Rucksack haben, gerade auch, weil das Versammlungsfest-Event kurz vorher erst stattgefunden hatte, wo ihr dann jetzt durch diese ganzen Geschenke, die ihr einsammeln könntet, Beschleuniger bekommen habt. Also alles hier auch machbar, ja, alles auch Free-to-Play, sehr, sehr leicht machbar, außer halt dieses Kaufe im Shop zweimal ein. Werde ich auch bis zum Schluss nicht machen, weil ich zum Schluss halt wissen will, schafft man es wirklich die letzte Stufe zu erreichen, auch ohne, dass man das hier casht. Sollte man das schaffen, ist das einfach, und da muss man IGG mal lassen, einfach nur ein richtig geiles Event. Da kann man dann einfach nur Danke sagen. Sollte man es nicht schaffen bis Stufe 15, also nur bis Stufe 14 Free-to-Play, ist es für mich immer noch ein sehr, sehr geiles Event, aber hat dann diesen kleinen, ekligen Nachgeschmack noch. Ne? Weil Stufe 15 dieses Juwel hätte, wäre halt geil, wenn das wirklich jeder Spieler bekommen könnte. Aber wird sich dann erst in 3 Tagen zeigen, ob man das Free-to-Play erreichen kann. Ich hoffe es mal. Aber selbst wenn nicht, ist das Event für mich immer noch absolute Spitzenklasse, denn sie geben hier einfach Meteoriten, das sind Pay-Items, geben sie einfach Free-to-Play-Spielern. Dann geben sie Luvosa-Sachen, das sind auch Pay-Items, geben sie Free-to-Play-Spielern. Dann geben sie Forschungstempel-Juwelen, das sind jetzt nicht direkt Pay-Items, die kann man auch Free-to-Play erreichen. Aber trotzdem ist es auch eine Sache, die man als Free-to-Play-Spieler sehr, sehr schwer bekommt. Und die kriegt man jetzt hier schon bei Stufe 12, 3 Grüne. Also das ist wirklich ein sehr gutes Event. Danke IGG an der Stelle. Ja, man muss ja auch mal loben. Beim letzten Video habe ich mich über das Kriegsgott-Set aufgeregt, weil es ein bisschen unfair ist, weil es mega stark ist. Jetzt haben sie es wieder quasi ein bisschen gut gemacht, ein richtig geiles Event rausgebracht. So, das Thema können wir, denke ich, dann auch zu den Akten legen. Das wollte ich mal so ein bisschen mit euch durchgehen, weil mir das Event wirklich sehr gefallen hat und es mir wichtig ist, hier zu betonen, dass wirklich jeder sich dann zumindest am Wochenende da mal eine Stunde oder 2 Stunden hinsetzt und all die Aufgaben erfüllt, denn es ist wirklich einfach, diese Aufgaben zu erfüllen. Und jeder sollte hier mindestens bis Stufe 13 kommen, am besten bis Stufe 14 oder Stufe 15. Aber Stufe 13 ist Muss für jeden Spieler. Ansonsten kann er sich selber nur in den Arsch kneifen, denn da hat er dann einiges, ja, liegen lassen, was er sehr gut gebrauchen kann. So, jetzt kommen wir mal zu den Punkten, die werde ich jetzt mal so ein bisschen frei Schnauze erzählen, die ich für wichtig sehe, bevor man T4 forscht. Was bedeutet das für mich, bevor man T4 forscht? T4 forscht heißt für mich jetzt nicht einfach die letzten 3 Forschungen, ja? Also ich kann das ja mal zeigen. Also T4 forschen heißt für mich jetzt nicht, dass ihr einfach hier die letzte Forschung frei macht, ja? Sondern T4 Forschung beginnt für mich jetzt schon ab da, wo man alles auf 9 hat. Also das jetzt hier schon auf 10 forschen, das gehört für mich schon zu T4 Forschung dazu, weil es halt die Forschungen sind, die jetzt langsam sehr lange dauern. Ihr seht es hier. 70 Tage. Und was für mich dann absolutes Muss ist, ansonsten, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht, man kann es wahrscheinlich ausrechnen, aber ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt mega Langeweile habe. Aber es kostet euch Wochen an Beschleunigern, wenn ihr T4-Forschung macht oder diese ganzen Forschungen auf 10 zieht, bevor ihr eure Schmiede auf Level 25 habt. Ihr müsst eure Schmiede auf 25 ziehen. Damit ihr, wenn ihr euer Forschungstempo-Set anzieht, auch wirklich 3 Zubehörslots habt und hier 3-mal diesen Ring des Gemetzels, heißt der wirklich so? Ja, diesen Ring des Gemetzels schmieden könnt. Allein auf Lila sind das 10% mehr Forschungstempo und das auf jede Forschung, auf jede Level 10 Forschung drauf. Und ihr müsst ja auch, um T4 zu forschen, müsst ihr auch den ganzen Wirtschaftsbaum voll haben. Ja, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Also ihr müsst dann später, um die T4 wirklich starten zu können, müsst ihr auch diesen ganzen Forschungsbaum hier fertig haben. Deswegen,
Leute, wirklich, es ist ein Muss, seine Schmiede auf 25 zu ziehen. Und meiner Meinung nach ist es auch ein Muss, vor T4, sag ich mal, mit seinem Set. Ich kann euch jetzt mal so meine Forschungsbeschleunigung zeigen. Wenn da jetzt nochmal 10% draufkommen durch den dritten Slot, dann bin ich jetzt kurz davor, auch so ein Reif auf Gold zu ziehen. Ich werde demnächst, denke ich, entweder das hier auf Blau machen oder das hier auf Gold. Also man sollte T4 auf jeden Fall nicht unter einem Forschungstempo von 55% mit seinem Set forschen. Sonst verschwendet ihr so viele Beschleuniger. Das sind nicht mal so eben 2-3 Tage, die ihr da verschwendet. Das sind Wochen an Beschleunigern, die ihr verschwendet. Ja, ich weiß, man will die Forschung durchballern, aber setzt eure Gems dann lieber erstmal dazu ein, dass ihr nicht diese Forschung beendet, sondern dass ihr euch hier diesen Schmiede-Amboss kauft, bis ihr dann endlich eure Schmiede auf Level 25 habt. Es ist ja nicht nur, dass es euch bei den Forschungen hilft, ja. Es hilft euch auch beim Handeln, es hilft euch bei eurem Kriegsset, es hilft euch dann auch später Gefängnis und Altar auf Level 25 zu machen. Das sind ja auch alles Dinge. Diese beiden Gebäude müsst ihr ja auf 25 haben, um hier den Gelehrtenturm auf 25 zu machen. Und ohne dass der Gelehrtenturm auf 25 ist, könnt ihr halt nicht diese Veteranen, also diese stärkste Truppe hier im Spiel, diese in Anführungsstrichen T4 nenne ich es immer gerne, könnt ihr die halt nicht forschen, wenn ihr nicht den Gelehrtenturm auf 25 habt. Und auch da, wenn ihr dann den dritten Slot habt, ja, für euer Zubehör, habt ihr auch viel, viel mehr Bautempo und könnt dann hier viel, viel schneller euer Altar und euer Gefängnis beenden. Denn Gefängnis auf 25 dauert auch mal eben irgendwie 1,5 Monate. Ja, das sind dann auch wieder einige Tage, die ihr euch spart, wenn ihr da dann einen dritten Zubehörslot habt. So, das ist schon mal eine Sache, die ich euch empfehlen werde. Oder die ich euch empfehlen kann, was ihr vor T4 machen solltet. Zusätzlich, was für mich immer ganz wichtig ist, weil jeder denkt sich immer, okay, T4 ist ja ein absoluter Segen, mache ich hier richtig geile Kampfberichte und ja, dann ist ja alles gut. Man vergisst aber immer, dass T4 auch wirklich sehr, sehr teuer an Ressourcen sind. Nicht nur die ganze Forschung, ihr braucht da mega viel Gold und so weiter, ne? Dieses Gold bekommt ihr entweder durch Gildenmitglieder, ja, weil alleine ist es fast unmöglich, sich das zusammen zu farmen. Und vor allen Dingen ist es auch nicht möglich, sich das zusammen zu cashen, außer ihr wollt jetzt wirklich Geld aus dem Fenster werfen. Deswegen suche ich jetzt hier gerade mal eine Forschung. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die war. Da muss ich einmal kurz hier gucken. Es ist nämlich sehr, sehr sinnvoll, dass... Also die Kosten für eine Forschung, also die Goldkosten zu senken, das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll. Da muss ich einmal kurz gucken, wo das ist. Goldausgrabung war es nicht. Oder doch? Gucken wir mal kurz, wie heißt, was macht das hier? Ne, das ist Gold-Sammeltempo. War das bei Elfe? Hier. Das ist es nicht. Wo bist du denn? Gib mir mal bitte kurz die Minute, weil das ist wirklich wichtig. Hier, das würde ich euch empfehlen, auch ein bisschen hochzustufen. Ab wann macht es Sinn? Wenn ihr jetzt, sage ich mal, 5 Forschungen vor T4 seid, dann macht es jetzt keinen Sinn mehr. Aber für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt bald meine Schmiede auf 25 habe, werde ich mich jetzt kurz darauf konzentrieren, diese Forschung hier zumindest auf Level 8 zu bringen. Ja? Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, die auf 3 zu machen, weil 0,3%, was sind 0,3%? Aber ich habe noch 50 oder 60 teure Forschungen vor mir. Und wenn ich da jedes Mal 1,5% Gold spare, das klingt jetzt nicht viel, aber das sind am Ende dann mal eben schnell 50, 60, wenn nicht sogar 80 Millionen Gold, die ich da dann gespart habe. Und diese Forschungen zählen ja auch für die Zukunft dann. Ne? Und um diese Forschung, um zu dieser Goldersparnisforschung zu kommen, muss man ja auch hier diese Forschung, Reaktionskosten, Steinkosten und Holzkosten ein bisschen schmieden. Ein bisschen forschen. Und das bedeutet, auch dort spart ihr dann wieder Ressourcen. Ist jetzt kein absolutes Muss, aber für mich auf jeden Fall sinnvoll und deswegen wollte ich das auch noch erwähnen. Aber der Hauptpunkt, wie gesagt, geht hier für mich Schmiede 25, ein absolutes Muss. Ansonsten könnt ihr auch direkt euch ein Jahr Beschleuniger kaufen und die dann irgendwie zerstören. Weil genau das ist es dann, wenn ihr ohne Schmiede 25 diese ganzen langen Forschungen macht. Wir könnten jetzt noch auf diese ganzen Sachen eingehen, was ihr exakt braucht für die T4-Forschung, also wie viel Gold euch die letzten Forschungen ungefähr kosten werden und so weiter und so fort. Aber das will ich mir für ein nächstes Video aufbewahren, denn
ja, zu viel Input in einem Video ist jetzt auch nicht zu gut. Das ist jetzt hier die Message, die ich zu den T4-Forschungen euch weitergeben wollte. Und ich denke mal, damit ist es auch erstmal getan. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja? Wir können uns auch gerne in den Kommentaren zu unterhalten oder kommt in den Discord, stellt dort Fragen in den Fragen und Talk Channel. Ich gehe da eigentlich fast auf jede Frage ein, wenn nicht schon jemand anders die beantwortet hat. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen. Manche von euch haben ja schon T4, es haben ja jetzt auch welche bei uns in der Gilde schon T4. Können uns das hier einmal kurz angucken. Ich glaube, ich habe es noch ungefähr auf dem Schirm, wer das ist. Also ganz klar, Tyrann hat T4, Ruffy hat T4, Venom hat T4. Ich glaube, Gedaurik hat es entweder auch oder ist kurz davor. Und die sind ja auch alle dabei, jetzt T4 zu kriegen oder T4 schon zu haben. Also ich sag mal so, in den nächsten 1-2 Monaten werden wir auf jeden Fall so eine Anzahl von 12 bis 15 T4-Spielern erreichen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich brauchen werde, aber es wird noch ein bisschen dauern. Ich habe jetzt schon einiges an Gems hier und habe auch, ja, ich bin auch gar nicht so schlecht, was die Forschung angeht, jetzt für meine Macht. Wenn ihr euch das mal anguckt hier, wie gesagt, alles, das ist schon alles auf 10, das ist auch alles auf 9 hier. Hier habe ich auch alles auf 9. Hier habe ich erst alles auf 6, das ist natürlich noch ein bisschen weit hinten dran. Hier mache ich jetzt gerade Armeeangriff auf 4. Also, ja, okay, es dauert natürlich schon noch sehr lange, aber ich bemühe mich, ich bemühe mich. So, genug geschnackt. Jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, auf den ich mich persönlich natürlich sehr gefreut habe, weil ich viele, viele Gegenstände brauche zum Schmieden, um unter anderem mein Forschungstempo-Set zu verbessern. Und deswegen habe ich jetzt hier so viele Kisten angespart. Ihr seht das, wir haben auch Pay-Kisten gerade vom Versammlungsfest. Und ja, ich habe hier Juwelenkisten. Vielleicht kriege ich da aber mein erstes richtig gutes Angriffsjuwel. Das wäre natürlich sehr, sehr gut. Ja, und wir haben unzählige, unzählige Diplomatenkisten. Wir machen die uninteressanten Kisten mal zuerst auf, damit wir wirklich nur noch interessante Kisten haben. Für mich uninteressant so ein bisschen sind die seltenen Juwelentruhen, weil Bannjuwelen natürlich nicht so gut sind wie jetzt Angriffsjuwelen. Aber natürlich dadurch, dass die Angriffsjuwelen so selten sind, nutzt man auch Bannjuwelen, weil ja, besser als nichts im Set zu haben, ne? Jetzt haben wir hier ein gewöhnliches Fernkampf-Bannjuwel und ansonsten Rationsproduktionstempo einmal auf gewöhnlich, einmal auf ungewöhnlich und Stein. Ich mache jetzt hier mal einen Vierer auf. Das ist sehr, sehr gut. Das werde ich auch direkt in mein Set packen. Ja? Blaues Fernbannjuwel. Und hier nochmal direkt zwei blaue Juwelen. Also aus den 13 Kisten haben wir drei blaue Juwelen bekommen. Einmal Infanterie-Bannjuwel und einmal Fernkampf-Bannjuwel. Das Rationsjuwel interessiert mich jetzt nicht so. Die werde ich beide in mein Set packen, also das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Ja, da ist mein Set jetzt ein bisschen besser geworden. So, die Runenkisten mache ich weg. Sind für mich vollkommen uninteressant, weil da eh nie was Gutes drin ist. Die Handelstruhen mache ich jetzt auch mal weg, weil, wie gesagt, Diplomatie habe ich voll. Das, was ich dort jetzt bekomme, kann ich jetzt für, ja, für Forschung oder für den Handel bei der Flugfestung benutzen, ja. Aber ansonsten interessieren mich diese Gegenstände jetzt nicht mehr so. Deswegen ballern wir die einfach mal weg, dass wir wirklich nur noch die interessanten Kisten haben. So, auch hier magische Splitterkiste kannst du gut immer beim Handelsschiff eintauschen oder halt hier, um deine Monstergebäude hochzuziehen. Aber zweitrangig für mich, zweitrangig. So, festliche Funken können wir auch einmal durchballern. 260 Minuten Beschleuniger, 300 Gems, ein bisschen Ressourcen. Ja, und hier die Erntebelohnung hauen wir auch einmal weg. Einfach damit die uns nicht mehr stören. So, jetzt haben wir die langweiligen Kisten alle weg. Jetzt kommen wir zu den interessanten Kisten. Hier natürlich, ich betone es immer vor jedem Opening, was mich jetzt wirklich sehr interessiert, ist klar, Sammeljuwel kann man immer gebrauchen, aber ist, ich glaube, das war das 0,1%, also sehr, sehr unwahrscheinlich, das zu bekommen. Für mich sehr interessant ist Flachs, weil das brauche ich für diese Ringe vom Forschungstempo-Set und auch Garn. Ebenfalls aus demselben Grund für die Ringe, für das Forschungstempo-Set. Beides wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Also wenn wir da jetzt in diesen 300 Kisten ein paar seltene Garne bekommen oder was auch immer die Mehrzahl davon ist und auch ein paar mal ein seltenes Flachs, dann bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich mache das mal in 25er Schritten auf, so haben wir ein bisschen mehr, was wir öffnen können, können das so ein bisschen genießen.
Jetzt hier haben wir auch schon direkt die ersten blauen Teile. Jetzt leider nur ein grünes Flachs, ne, zwei grüne Flachs. Ja, und Garnt, auch zwei grüne, aber das ist gar nicht so schlecht. Also das ist gar nicht so schlecht. Quarz kann ich auch eigentlich immer gebrauchen, gerade für das Kriegsset, für dieses, ja, für dieses Zubehör, was Infern- und Kaffangriff boostet, dieses Free-to-Play-Zubehör. Dafür kann man Quarz sehr gut gebrauchen. Also das waren schon mal gute 25 Kisten. Sogar sehr gute, kann man sagen. So, weiter geht's hier. Seltenes Garn, top. Wirklich sehr geil. Leider nichts, was Flachs betrifft, aber Garn ist auch das Seltenere von den beiden Sachen, deswegen war das sehr, sehr gut. Hier wieder drei gewöhnliche. Leider nicht ein einziges Garn. Wir gehen auch, wenn wir diese 300 Kisten hier geöffnet haben, auch mal direkt bei mir in die Schmiede und schauen mal, was wir da so jetzt alles wirklich Wichtiges bekommen haben, ob wir jetzt vielleicht schon die ersten Teile dann hochschmieden können. Auch jetzt hier wieder ein seltenes Flachs, sehr, sehr gut, und ein seltenes Garn. Also ich habe die Befürchtung, dass ich mich nach diesem Opening bedanken muss bei IGG, weil die geben mir genau gerade das, was ich gebrauchen kann. Das ist schon sehr, sehr nice. Auch wieder hier zwei ungewöhnliche Garn, sehr schön. Normalerweise ist das wirklich schön selten. Ja, Knochen kann man immer gebrauchen, aber habe ich in letzter Zeit immer das Glück gehabt, dass ich da das ein oder andere goldene Knochending bekommen habe bei den Diplomatenkisten. Und deswegen, ja, freue ich mich da jetzt nicht mehr so drüber. Aber auch hier wieder zwei ungewöhnliche Garn und ein ungewöhnliches Flachs. Sehr gut bis jetzt, sehr, sehr gut. Für diejenigen, die sich jetzt halt wünschen, ja, öffne doch 100 Kisten auf einmal. Ich spare immer so zwei Wochen auf so ein Kist-Opening und dann will ich das natürlich genießen. Ja, das ist einfach so mein Ding. Ich bin nicht so der... Boah, krass, 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 krass. Das ist krass, Leute. Das ist wieder, ich glaube, die Chance ist 1 zu 1000 oder so. Dann ist nochmal die Chance geringer, dass du es auf grün kriegst und nicht auf grau. Also, keine Ahnung, die Chance ist irgendwie so 1 zu 5.000, würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen. Vielleicht sogar auch 1 zu 10.000. Es ist auf jeden Fall mega selten, dieses Kobaltgel hier auf grün zu bekommen in so einer Materialtruhe. Sehr, sehr geil. Jetzt wisst ihr auch, warum Steelix gesagt hat, ich soll für ihn die Kisten öffnen. Also, ich habe irgendwie schon wirklich Glück hier im MOBA Royale, was Kisten-Openings angeht. Auch hier wieder ein seltenes Flachs, genau das, was ich gebrauchen kann. Ungewöhnliches Garn, auch Quarz kann ich gebrauchen, wirklich auch wieder richtig gute 25 Kisten. Schon jetzt, selbst wenn in den letzten 175 Kisten, schon wieder, mega geil. Auch wenn in den letzten 125 Kisten jetzt, oder 175 Kisten, 150 Kisten, okay, das in der Mitte, wer hätte es gedacht. Wenn da jetzt nichts mehr drin sein sollte, war das jetzt, was die Materialtruhen angeht, schon sehr, sehr gutes Opening. Und hier ist jetzt schon wieder seltenes Garn drin. 1 zu 1 immer genau das, was ich brauche. Ey, das ist, warum habe ich heute so viel Glück? Das macht mir ja Angst gleich für die Pay-Kisten. Das war jetzt mal die ersten 25 Kisten, die jetzt nicht sehr, sehr gut waren. Ja, wie gesagt, ich beschwere mich nicht mehr. Das hat mir vollkommen gereicht, diese Materialtruhen. Hätte ich nie gedacht, dass ich da so viel Glück habe. Hier wieder ungewöhnliches Garn, Quarz, zweimal auf Blau. Geil, einfach nur nice. So, und hier haben wir wieder einen seltenen Knochen und auch ein bisschen Garn. Die letzten 25, dann bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Gehen wir mal direkt in unsere Schmiede. Wie viel fehlt uns jetzt hier noch? Hier war da halt das ganze Quarz immer für zuständig. Ja, okay. Das hat jetzt nicht so viel gemacht. Also noch ein grünes, dann haben wir aber schon wieder eins von zwei. Also das Kriegsset wird auf jeden Fall auch wieder demnächst besser. Hier haben wir ja dieses Kobaltgel bekommen. Jetzt brauche ich noch ein grünes. Dann kann ich hier endlich meine opulente Krone auf Blau machen. Das gibt einfach mal 5% mehr Bautempo. Und, was ist das für eine krumme Zahl? 2,88% Forschungstempo. Warum auch immer so eine krumme Zahl. Aber sehr, sehr geil. So, was haben wir noch irgendwas bekommen, was wir... Also, wir können jetzt hier irgendwie vieles hochschmieden. Was davon jetzt so sinnvoll ist, kann ich jetzt hier direkt am Anfang nicht beurteilen.
Aber das hat sich gelohnt. Jetzt, wie viel fehlt uns jetzt hier noch bei den Flachs-Geschichten? Also, Flachs haben wir jetzt genug. Wie viel Garn fehlt noch? Noch 3 blaue Garn, beziehungsweise 2 blaue, ein grünes. Dann haben wir es geschafft. Dann habe ich hier meinen ersten Ring des Gemetzels auf Gold. Und das gibt mir dann einfach mal 5,1% mehr Forschungstempo. Genial. Genial, wirklich. So, machen wir weiter mit den Opening. Wir haben ja jetzt hier noch epische Materialtruhen. Die mache ich mal ein bisschen... Die genieße ich mal ein bisschen mehr. Hier haben wir wieder ungewöhnliches Garn. Aber jetzt muss man sagen, jetzt ist das Niedrigste, was man kriegen kann, auch ungewöhnlich. Ne? Bei den epischen gibt es ja keine grauen. Ja. Wenn wir jetzt hier ein episches bekommen würden, hätten wir ja den Ring des komischen Gemetzels da. Oh, ein blaues. Hätten wir den ja auf Gold. Vielleicht schaffen wir es noch. Boah, das wäre ein absoluter Traum. Nicht mehr diese scheiß Felder sammeln gehen. Hier haben wir auch direkt das nächste seltene Flachs. Dann später dann für den zweiten Ring. Der zweite und dritte Ring muss ja später auch nochmal auf Gold gemacht werden. Epischer Knochen. Ja, nehme ich. Die letzten 12 kommen nochmal Garn. Einmal ungewöhnliches Garn. Das hat auf jeden Fall, glaube ich, nicht gereicht. Ich gucke es noch einmal kurz nach, weil es mich jetzt einfach interessiert. Doch. Nice. Hat ganz 1:1 gereicht. Also wir haben dann wirklich nicht mal ein graues Garn mehr. Der erste Ring geht auf Gold. Nice. Also das freut mich wirklich sehr. Das geht ja hier richtig voran mit dem Account. So, machen wir die Juwelentruhen auf. 4 epische. Bitte wenigstens 2 grüne Angriffsjuwelen. Mehr wünsche ich mir gar nicht. Einfach, dass von diesen epischen Juwelentruhen jetzt 2 Angriffsjuwelen sind, ja? Müssen nicht mal selten sein, nicht mal als episch sein, einfach nur grüne. Ah. Ich meine, lilanes Infanterie-Bannjuwel ist jetzt auch nicht so verkehrt. Aber ich hätte halt schon gern Angriffsjuwel gehabt. Trotzdem verbessert es mein Set natürlich wieder, da will ich nichts gegen sagen. So, diese Diplomatentruhen öffne ich jetzt mal ein bisschen größeren Schritten, also nicht jetzt so wie sonst immer in 10er Schritten oder sonst was, sondern, ja, wir haben davon so viele Kisten, wenn ich das jetzt in 10er Schritten nur öffnen würde, dann würden wir jetzt hier wahrscheinlich noch eine Stunde sitzen. Und so geil bin ich auf diese Openings nun wieder auch nicht, auch wenn es sehr viel Spaß macht. Und das öffne ich jetzt hier in 20er Schritten, weil davon haben wir über 200. Nichts Gutes drin bis jetzt. Ja, ungewöhnliche Bannrune für den dritten Slot ist nicht schlecht. Ton auf Blau, ja. Trotzdem haut mich nicht vom Hocker. Machen wir mal kurz eine kleinere Menge auf. Den Algorithmus so ein bisschen zu ärgern. Jetzt machen wir mal hier 25 auf. Das hat ja mit den 25 Kisten, das ist ja gerade immer sehr gut funktioniert. Ja, seltene Bannrune für Slot 2, nicht so berauschend. Steinproduktionsjuwel, naja. Problem ist, ich darf mich jetzt schon nicht mehr beschweren. Episch denkt man sich jetzt recht gut, aber für Slot 1 absolut nicht mehr brauchbar für mich. Ja, machen wir jetzt hier mal 12. Gaunersplitter ist natürlich nice. Ist auch gar nicht mal so häufig vorhanden. Joa, dazu muss ich jetzt nicht viel sagen. Das war jetzt ein bisschen wenig. Komm, dann gib mir wenigstens mal so einen goldenen Knochen oder so noch. Ja, auch wenn ich den jetzt momentan nicht so krass brauche, aber das wird bestimmt noch kommen. Damit ich mich hier über so eine Kleinigkeit freuen kann. Ich mache jetzt hier mal einen 30er Schritten, die letzten auf. Hier haben wir jetzt wieder einen Seelenstein vor Gargantor. Ja, haben oder nicht haben. Ne? Episches Ton ist in Ordnung. Aber leider keine gute Rune. Also jetzt hier so eine Slot 4 oder eine Slot 5 Rune von den Bandingern. Wäre ganz schön gewesen. Aber naja. War jetzt durchwachsen. So, hier haben wir nicht so viele von. Die mache ich mal in 12er Schritten auf. Elan-Rune. Ansonsten nur graue Kleinkram. Ja, der bringt natürlich nichts mehr. Die habe ich schon auf Gold. So, die letzten 2
Male hier. Handelstempeljuwel, ungewöhnlich, ist gut. Ist gut, davon habe ich jetzt 4 Stück, kann ich also ein blaues machen. Das blaue werde ich dann noch einsetzen. Ja, Eichenholz, episch, okay. Weiß ich gerade gar nicht, für was ich das verwenden kann. Aber wird auf jeden Fall für das ein oder andere Free-to-Play-Teil auch nützlich sein. Oh, Resolut-Rune. Ah, leider Slot 2. Slot 3 wäre schon sehr, sehr geil gewesen. Slot 2 bringt mir die, glaube ich, nicht so viel. Heute sind sie echt sparsam hier mit ihren Runen für Slot 3, 4 und 5. Knochen selten, Feder selten, Baumstumpf episch. Das war jetzt mal, was Gegenstände angeht, schon ziemlich ordentlich für 10 Kisten. Hier mache ich jetzt 2x17 auf. Jawohl, epischer Flachs und seltener Garn. Geil. Oh, ich sehe die ganze Zeit immer diese epischen Sachen und denke mir richtig nice. Hier haben wir wieder seltener Flachs und einmal ungewöhnlicher Garn und dreimal gewöhnlich. Damit bin ich zufrieden. Damit bin ich wirklich sehr zufrieden. ATK-Runen. Ja, okay, die können wir jetzt einfach durchballern, weil die ATK-Runen interessieren mich gar nicht mehr. Oma-Seelenstein interessiert mich auch nicht mehr, denn mein Oma geht gerade auf Gold. Ja, leider bringen mir die zwei also nichts mehr. Wildtruhe machen wir jetzt 2x16 auf. Okay, vielleicht noch ein Juwel so für mich? Leider nein. So, jetzt hier von den Vulkantruhen habe ich am meisten. Hier wäre natürlich das Bautempo-Juwel sehr, sehr nice. Oder halt Quarz. Ja, Quarz brauchen wir, wie gesagt, haben wir gesehen für mein Kampfset. Oder eine Slot 4 oder Slot 5 Robustrune. Ja, diese Sachen wären jetzt für mich interessant. Dadurch, dass wir so viele Kisten haben, mache ich es in 30er, ne, 25er. Wir haben auch so viel Glück mit 25er, machen wir 25er Schritte. Robustrune, Slot 4, schon mal ganz gut. Quarz auf selten nehme ich auch. Also das war schon mal ordentlich. So kann es weitergehen. Also 25, mit 25 laufe ich momentan echt gut. Ja, Silber, legendär, sehr nice, ich glaube, da fehlen mir aber andere Teile, so dass mir das jetzt momentan nicht so viel bringt, aber nehme ich, ich beschwere mich natürlich nicht. So eine Slot 5 Robustrune hätte ich in diesen 300 Kisten, die wir jetzt hier insgesamt hatten, schon gerne. Okay. Quarz oder ein goldenes Quarz. Ein goldenes Quarz würde mich auch sehr, sehr glücklich stimmen. Oh, ich. Für Slot 4 oder. Ich, Slot 3 wäre auch noch in Ordnung. Aber Slot nicht Slot 1 und 2. Also diese Silber werfen die einen echt hinterher. 5 Stück habe ich davon jetzt. Ich muss mal gucken, was man damit schmieden kann. Denn da kann ich ja richtig durchdrehen. 5 goldene Silber jetzt. Wieder für Slot 4, aber nur gewöhnlich. Aber das ist auf jeden Fall besser als ein episches Slot 1 Robustrune. So. Ja, dieses Silber kann ich echt nicht mehr sehen. Komm schon jetzt, IGG, gib mir nochmal hier eine vernünftige Rune oder ordentlich Quarz. Wenn ich jetzt hier ein goldenes Bautempo-Juwel ziehe, Leute, dann drehe ich komplett durch. Ne? Das ist, denke ich, klar. Also wenn ihr hier ein goldenes Bautempo-Juwel seht, direkt auf Stumm schalten. Ich werde ein paar Sekunden brauchen, bis ich das dann realisiere, aber dann geht's ab. Ja, eine legendäre Rune sieht jetzt so geil aus, aber für Slot 2... Irgendwie nicht. Wieder, ey, was soll ich mit diesem Slot 2 machen? Ich hau jetzt die 49 direkt auf den Kopf. Eieiei. Das war nicht so zufriedenstellend. So, machen wir die Dämonenjägertruhe auf. 2 Antidämonenkristalle gewöhnlich sind gut.
Also mit den 5 Truhen kann man sich zufrieden geben. Ja, hier machen wir jetzt mal einmal 4 und einmal 5 auf. Eingefrorenes Herz, schon mal ordentlich. Und ein bisschen Free-to-Play-Shit. Hier die Feuertruhen, da machen wir mal 3 und 2x5 auf. Hier ist natürlich dieser loderne Kern, oder wie heißt der? Ich denke, wir werden ihn nicht mehr sehen hier bei dem Opening. Ah doch, hier, loderner Kern. 2x. Ja, durchwachsen. Nicht gut und nicht schlecht. Aber krass. Jetzt will ich aber nochmal mit euch zusammen gucken, bevor wir hier dieses Video beenden. Hier auch das nächste Teil, was ich vom Forschungstempo-Set ja auf Gold machen kann. Aber da brauchen wir halt auch Garn für. Da würden wir dann jetzt das Garn von dem wegnehmen. Aber trotzdem, echt krass, wie viel wir da so gezogen haben. Für was braucht man denn dieses Silber? Das ist für mich ja mal jetzt sehr interessant. Hierfür braucht man es nicht. Hierfür bräuchte ich 2 Silbersachen. Dafür brauche ich aber auch das Quarz. Haben wir sonst irgendwo noch Silber? Hier braucht man hier Silber? Ne, hier braucht man diese ganzen Stumpfe. Baumstumpfe haben wir heute auch gut bekommen. Wie sieht es hier aus? Hier braucht man auch das Silber, aber halt auch das Quarz. Also ich muss echt ordentlich mal in die Berge, da in diese ganze ja, Steinfarm gehen, damit wir hier mal ordentlich Quarz zusammenkommen. Weil Silber haben wir so viel, da können wir so viele geile Teile auf Gold machen. Naja, so, das soll es auch heute zum Video gewesen sein. War mal wieder ein etwas längeres Video, 50 Minuten hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nehmt wirklich sehr gründlich an dem neuen Event teil. Und ja, ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, würde mich freuen, so wird unsere Community größer, so fangen mehr Leute mit Mobile Royale an, wenn diese Videos mehr ja bei YouTube viral gehen, haben wir alle was davon und ich freue mich immer über die positive Resonanz. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Mobile Royale zocken und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video, beim nächsten Stream. Ciao Leute!